Leute, buongiorno und willkommen zurück beim Red Talks mit das Let's Play aus auf Da Vinci. So, jetzt war ein Hinweis, ich muss auch zugeben, schaut ihr das an, das Oculi Tempus soll mir helfen, die Gesicht auf dem Altar richtig auszurichten. Okay, dann mal versuchen, aber das ist wieder die falsche. Ah, Moment, jetzt. Jetzt. Ja, das sind zwei Oculi. Da muss man immer Bedenknis haben. So, Moment. Da bin ich falsch. Jawohl. Und. Okay. Achtung jetzt. Aber ich sehe nichts. Keine Änderung. Ah. Aha, Moment mal. Sie sehen auch. Das ist auch die. Was Da Vinci hat gemacht, seine ich weiß nicht, wie kann man das sagen. Seine künstliche Bild. So, jetzt. Ist das okay so? Ich bin normal richtig. Oder? Oder muss ich etwas noch verändern? Aber ich glaube nicht. Aha. Die Arme sind noch nicht so richtige. Okay, aber jetzt. Ja, ich vermute, dass ich habe jetzt korrekt, oder? Aber das funktioniert nicht so ganz. Oder muss ich das drehen? Das. Aha, Moment mal. So, jetzt. Okay. Oder soll ich das lieber normale stehen? Moment. Das könnte man auch versuchen. Vielleicht muss ich auch so. Das anrichte. Aber diese. Die andere Teil kann ich nicht benutzen, oder? So bewege. Ja doch, ich kann das so bewegen, okay. Aber das andere. Aber das passiert auch nichts. Das auch jetzt wieder. Ja, jetzt sollte ich vielleicht noch das bewegen, oder? Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ah, das ist schwer zu sehen. Aber das passiert nichts. Nee, ich habe wieder was falsch gemacht. Da habe ich wieder was falsch gemacht und. So, jetzt muss das in Ordnung sein, oder? Ah, jetzt vielleicht. Bin mir nicht so sicher. So, jetzt. Jetzt steht etwas immer im Bild. Sie sehen auch etwas so wie mit Bewegung. Vielleicht muss ich das ganz genau anrichten. Haha. Ich bin noch nicht so ganz so weit mit dieser Rätsel hier. Ja. Ja, Sie sehen auch, das sollte mich helfen. Okay, aber das passiert nichts.
Wenn ich könnte das auch richtig anrichten, das wäre auch gut. Aber. Ah, jetzt! Oh, was ist das? Oh, krieg mal ein, einen Schluck Wein vielleicht, oder? Das sieht so aus. So wie Wein wird ausgeschenkt, oder? Ich weiß es nicht. Okay. Jetzt muss ich das auch wieder das bewegen. Ah, okay. Jetzt habe ich das gesehen. Das soll so, oder? Moment noch einmal. So, jetzt. Und das muss auch in Bewegung kommen, oder? Oh, ich muss wieder mit die Oculi gucken. Nee. Vielleicht mit dem anderen. Aha. Okay, aber die Rest bewegt sich nicht. Aha, jetzt Hinweis. Auf der vorderen Seite des Altars gibt es eine Standard mit einem Kelch. Etwas soll mit ihm geschehen. Okay, aber ja. Etwas, ja. Aber was? Aha, Moment. Ich kann das auch umdrehen. Ja. Aber bin ich auch richtig jetzt? Ne, jetzt bin ich nicht mehr richtig. Ai. So, Moment mal. Aha. Da war wieder etwas. Aber ich frage mich, was könnte man noch machen? Ah, ich kann das auch wieder drehen. Ah, Moment mal. Dann gehen wir raus. Unwahrscheinlich. Okay, Moment. Neuer Hinweis. Der Boden des Kelchs ist mit einem Alter und zwei goldenen Kranz am Stande befestigt. Ja, das habe ich gesehen. Aber. Oder muss ich über die. Ah, vielleicht. Vielleicht, ja. Oder? Nee, Moment, zurück. Aber, nee, da bin ich wieder falsch. Nee, unten. Wollte mal unten an dem Kelch. Okay, aber ich sehe, das hilft uns nicht. Vielleicht so. Aha! Okay. Und jetzt? Das so, oder? Aber das bewegt sich nicht. Ah, jetzt doch! Oder? Ah! Jetzt! Jetzt wieder! Hehe. Oh, was kommt jetzt? Oh, was ist hier los? Oh. Aha. Das geht weiter, liebe Freund, liebe Zuschauer. Okay. Ah, wieder etwas mit Mechanismus. Okay. Ah, wir haben Lichter jetzt. Aha. Okay, vielleicht muss ich das auch mitnehmen. Oh, ja. Was war das? Oh. Ja, wie gesagt, am Anfang, Sie haben auch gesehen, da war auch jemand in diese gebaut gewesen. So in diese ganze Aus- und Da Vinci. Da muss man noch gucken, was uns erwartet noch. Aber jetzt ladet sich ein neues Kapitel. Okay. Wir haben einen richtig Vorsprung gemacht in dem Spiel. Ich hoffe, dass wir sind auch bald am Ende. Das ist ein super Spiel.
muss ich auch zugeben. Ich bin im Meister Leonardo Garden. Er ist sehr vorsichtig. Also könnte dieser Ort voll Überraschung sein. Okay. Ja, das Garden war das. Das war mal noch nicht gewesen. Okay. Hier ist wieder etwas interessant. Aber. Da kann man nicht reingehen, oder? Ist etwas zu gucken. Okay, Moment. Nee. Nee, will ich das nicht. Ich will dem anderen. Ja, nee. Haha. Da ist voll die Überraschung jetzt, was uns erwartet. Aha, Hinweis. Ich sollte mir die Tür der Grüft nachher ansehen. Die Tür? Okay. Ja, ich sehe auch schon. Da ist etwas Comic. Comic mit die Tür. Okay. Vielleicht muss man etwas drehen. Ah. Ja, da könnte man drehen. Ah. Okay. Und jetzt? Ja, jetzt muss etwas passieren, oder? Oder war ich nicht richtig dran? Jetzt? Haha, die Oculi hilft mir auch nicht, ne? Ich glaube nicht, dass ich habe etwas korrekt gemacht, oder? Ah, jetzt kriegt man einen Hinweis. Das ist ein Ornament am unteren Teil der Tür. Daneben sind Kratzer, okay. Aber wo? Wo sind Kratzer? Nee, das könnte ich noch drehen, aber das will ich nicht mehr. Ich glaube, ich bin auch richtig da, oder? Morse? Was ist das Morse? Oh. Ist ein Code für die Tür? Ah, da brauchen wir auch wieder einen Schlüssel, hier, oder? Eieiei! Da hat er alles gut gedacht, dem Da Vinci, hein? Moment, ich habe jetzt auch wieder etwas gefunden. Ein Metallwerkzeug. Okay. So, wir sind gerade zurück. Ja, ich habe kurz ich habe die Part etwas nicht so gedacht, dass die war zu kurz und dann habe ich auch berechnet, oh, ich muss weitermachen. Nicht so abbreche. Aber sie haben vielleicht nicht so gemerkt. Aber trotzdem, das geht weiter. Das war die kurze Zeit. Ich habe auch nicht so geachtet, aber wir haben noch Zeit. Okay, wir machen weiter. So, aber jetzt, ich frage mich, mit was? Ah, hier ist noch was frei. Okay, ich habe wieder ein Sensorgriffe, okay. Ist noch alles. War nichts mehr andere, okay. Aber bestimmt ihre kann ich etwas benutzen. So, Moment, das sind auch Hinweise. Beide Teile des Armanon sehen aus, als können sie bei Side geschoben werden, okay. Vielleicht sollte ich das auch verbunden? Nee. Aha. Ah, doch. Oder? Könnte ich das verbunden? Nee. Das könnte ich nicht. Okay, gut. Aber das ist schön gut gemacht. Okay. Vielleicht sollte ich das hier benutzen. Moment mal. Mal versuchen. Nee.
Das kommt nicht hier in Fragen. Auch nicht. Aha. Weil irgendwie muss ich das benutzen. Aber das ist nicht mit das. Okay. Und hier war auch, haben Sie auch gesehen, da war etwas auch geschrieben. Mochs. Soll ich etwas kratzen? Nee, nee, nee. Vielleicht ist noch etwas mit die Türe. So mal versuche. Nee. Auch nicht. Soll ich das hier reinsetzen? Nee, auch nicht. Dann werde ich sagen, wir lassen so. Aber ich kann auch nicht mehr dran gehen, oder? Ich kann schieben. Aha. Das alles Geheimnis wieder. Da hat er seine Garden voll in Ordnung geriegelt. Da kann sowieso, ich denke, auch keine Verbrecher kommt. Aber mir interessiert mich die Sache hier. Nee, da kann ich nichts machen. Okay. Ich werde sagen, ich mache kurz Pause. Sie sehen das auch nicht so gleich, aber ich mache kurz Pause und ich bin gleich wieder zurück. So, ja, ich bin wieder da. So, kurze Überlegung. Da ist noch etwas zu machen mit dem Tür. Aber was? Aber ich kann auch wieder versuchen, mit die Teil hierher zu gehen. Es passt nicht. Okay. Vielleicht mit das hier. Ob das funktioniert? Nee. Warum das funktioniert auch nicht? Oder bin ich nicht so richtig dran? Aber normal, das soll so positioniert werden, oder? Ich muss wieder das Teil hier anschauen. Ah, Moment mal. Da. Ah, jetzt haben wir etwas anderes gebaut. Ein fertiger Griff. Okay. Und mit das Teil, ich muss auch das wahrscheinlich auch aufpassen, weil... Nee, da kann ich noch nichts machen. Okay. Gut, aber vielleicht jetzt passt das. Ich weiß es nicht. Oh. Sieht gut aus. Oh. Achtung. Nee, jetzt runter. Jawohl. Oh je, was ist hier los? Ein Holzschaft. Okay. Gut. Aber was ist hier? Aha. Könnte man etwas machen? Oh ja, da könnte man auch etwas machen hier. Vielleicht muss ich das auch schieben, ne? Ah, Moment mal. Oh, da ist etwas versteckt. Aha. Ein faltbare Holzgriffe. Okay. Oh, oh. Da muss ich etwas kombinieren dazu. Okay. Was könnte man kombiniert? Sowas? Nee. Sowas? Ah ja, das geht. Ah, muss mal wieder zu. Ein Schraubenzieher. Okay. Oh je, oh je, oh je. Da haben wir viel gefunden. Aber was könnte man noch hier machen? Okay, ihre war bestimmt nicht so etwas. Was ist hier oben? Ah, oben ist eine Schraube. Könnte man das vielleicht abschrauben? Ja, wie gesagt, kann man abschrauben. Oh, 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 oh.
wieder eine Schlüssel. Genial. Ein seltsamer Schlüssel. Okay. Wo kann man das benutzen? Ah, ich weiß wo. Ich denke mal. Ihre oben. Ihre oben soll man das benutzen, oder? Nee. Geht das nicht rein? Okay, vielleicht mit ihr. Nee, auch nicht. Aha. Da ist etwas noch zu machen mit dem Schlüssel, oder? Ich frage mich. Mors, ja. Da steht immer noch, was beschrieben ist, Mors, aber jetzt haben wir Schlüssel. Aber mit die Schlüssel, ich glaube nicht, dass wir können noch etwas machen. Ihre, oder? Nee. Ah, in weiß. Das ungewöhnliche Schlüssel ist in meiner Warte, sieht aus, als könnte man ihn verändern. Oh, okay. Da muss ich auch das gucken. Wie kann man das verändern? Ich sehe nichts, dass sich bewegt. Ah, doch. Aha. Jetzt. Ist das so richtig? Ah, jetzt eine kleine fertige Schlüssel. Okay. Da will ich sagen, dass dieser Schlüssel sollte jetzt endlich mal passt, oder? Weil da war auch etwas, ja, ich habe es auch nicht so gedacht, aber das könnt ihr jetzt vollkommen. Jawohl. Moment, da muss man noch voll drehen, jawohl. Oh, da ist noch etwas. Gegenstand gefunden, ein Zylinder mit drehbar Buchstabe. Ah, und da war diese Morse. Da muss man vielleicht das auch jetzt ansetzen. Aber wo? Wo soll man das ansetzen? Okay, Moment, ich habe eine Idee. Soll man vielleicht das auch dazu verbinden, oder? Das kann auch sein, oder? Nee. Okay, dann mache ich das weg. Auch nicht. Das ist komisch. Da frage ich mich für, wo soll man das ansetzen, diese Teile? Moment, ein Hinweis jetzt wieder. Der Zylinder in meinem Inventar hat drehbare Buchstabe wie eine Art Kodeschloss. Was brauche ich das? Wo brauche ich das? Ja, denn für die Tür, oder? Vielleicht schon mal. Nee. Auch nicht. Okay. Für was brauche ich das? Ja, für die Tür, aber. Wo könnte ich das ansetzen? Das ist auch die Frage. Moment mal, da ist auch etwas. Aha. Was hat sich bewege? Da frage ich mich jetzt. Moment. Der Zylinder, da frage ich mich auch, für was man das brauchen. Moment mal. Nee. Ah, jetzt Hinweis. Ich glaube, ich habe hier irgendwo schon solche Buchstaben wie auf dem Zylinder gesehen. Ja, ich habe Buchstaben gesehen, aber wie gesagt, soll man das Ihre? Ein Pack? Nee.
Und wie soll ich die Buchstabe aufenden? Zylinder mit drehbarer Buchstabe, ja? Da frage ich mich, für was ist das alles so ge geplant? Vielleicht muss ich das hier reinsetzen? Nee, auch nicht. Aber ihr, schaut ihr das an? Da fällt auch etwas, oder? Soll ich vielleicht das hier? Ah, jetzt! Das ist mir durch Zufall. So, jetzt war Morse. Dann muss man. Moment, M. Ich will ein M. Ja, O. Moment. Jetzt R. Und jetzt ein S. Jawohl. Aha. Oh. Sieh mal falsch, oder wie? Ja, aber jetzt, wie kriege ich das frei? Die Teile? Nee. Ah. Aha, das sind wieder. Ein E-Böller haben wir jetzt. Okay. Nicht schlecht. Aber für was ist das gedacht, dieser Ebel? Ein Ebel. Aber da hatte ich keine Ahnung, für was ist dieser Ebel? Soll man das benutzen, Ihrer? Nee. Pah. Voll die Geheimnis wieder. Ich habe ein Ebel, aber ich weiß nicht, für was ich soll das benutzen. Ah, vielleicht ihre? Nee. So, Moment. Da ist wieder ein Hinweis. Es sieht aus, als ob der Schädel der Statue etwas in die Mundart. Aha. Ich hab's nicht geachtet. Ja, was hat er in die Mund? Ah, doch. Aha. Aha. Ein verzierter Griff. Okay. Ein verzierter Griff. Oh. Da ist meine Deutsch noch nicht so ganz gut. Aber das kommt noch, das kommt noch. Ich muss noch viel Verbesserungen noch schaffen. So. Ein verzierter Griffe. Für wa was brauchen wir das? Diese verzierter Griffe? Ja, da frage ich mich auch jetzt. Vielleicht hier unten? Ja, irgendwo. Nee. Da ist ein Kordel zu machen. Nee. Aha, Moment mal. Hinweis. Das sind ein paar Knöpfe an der mittleren Stufe. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt dabei. Das ist auch mir jetzt. Die andere Teile. Warum kriege ich auch nicht mehr die andere Teile? Nee. Da bin ich falsch. Ah. Ah. Aha.
Nee. Gut, in die Mitte, das ist okay. Nee. Auch nicht. Nee. Okay, aber jetzt. Wenn ich drücke immer, ich muss den Knopf in die richtige Reihenfolge drücken. Ja. Die richtige Reihenfolge. Ich will auch das gern sehen. Aber ich krieg nicht die andere. Aha. So, dann. Ich versuch's. Diese, nee. Diese, okay. Nee. Nee, sie sind auch. Das ist. Nee. Auch nicht. Aha. Nee, das habe ich schön gemacht. Okay. Jetzt ist die Frage, diese oder? Nee. Auch nicht. Ah, wenn ich könnte dem anderen Teil habe. Aber da wird auch nicht. Das sind Markierungen auf dem Stirn der Schale. Da könnte ein Hinweis darauf sein, wie die Knöpfe getrübt werden muss. Ah, okay. Da ist eine Markierung. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Muss mal versuchen. So, Moment. Ich muss das wegmachen. So. Wie war das? Noch? Ich habe das angeguckt. 1, 2, 3. Und dann, da ist Kreuz, aber ich weiß nicht. Soll man nur 3 ansetzen? Okay. Könnte man versuchen. So. 1, 2. Ja. Was ist los? Aha. So. 1, ja. 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Ich muss das ganz genau nachmachen, weil. So. Jetzt will der nicht mehr drin gehen. Ah. 1, 2, 3. Nee. Geht nicht. Auch nicht. Was soll das? 1, 2, 3. Und dann werde Kreuz gemacht. Da frage ich mich, was ist jetzt los? 1, 2, 3. Ja, das habe ich auch gemacht jetzt. 1, 2, 3. Aber das passiert nichts. Da muss ich noch recherchiert oder so. 1, 2 und 3. Ah, jetzt, dass das funktioniert. Oh, ist wieder ein Mechanismus. Oh je. Gut, aber jetzt, ich mache das Part am Ende. Ich glaube, das wird auch schon einen guten Part geben dieses Mal. Bisschen lang, ich hoffe mal. Und wir sehen uns sowieso in einer neuen Folge wieder. Bleibt dran, ich wünsche euch alles gut. Und tschüss, mach's gut.